Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, legen wir los. Kohletechnisch sammle ich jetzt erstmal nicht so wirklich was ein. Das interessiert mich nicht. Vielleicht mal punktuell ein bisschen, aber ansonsten nicht so wirklich. So, was machen wir dann? Ich würde sagen, wir checken erstmal hier unsere Dinos. Gucken, was wir da so haben. Ah, den platzieren wir erstmal. Da haben wir ihn. Und dann würde ich sagen, ach, gehen wir auch gleich mal in den Kampf. Das ist natürlich sinnvoller. Hier haben wir ein Event, zwei Events und natürlich noch unser Turnier. Checken wir erstmal Turnier. Wie sieht's da aus? Da sind wir in der Räuberliga auf Platz Nummer 58. Von daher sieht's da relativ nice aus. Da würde ich sagen, werden wir auch erstmal gucken, ob wir eventuell ein anderes Event hier zocken können. Fangen wir einfach mal an mit unter der Oberfläche. Wir könnten ja auch mal hier rein gucken, aber kein K.O. innerhalb des Teams. Das ist natürlich immer mega derbe. Von daher müssen wir da erstmal gucken, was bräuchten wir an Pflanzenfresser, wäre nice. Dann wäre auf alle Fälle ein Amphibien gut und ein Fleischfresser. So würde ich auf jeden Fall agieren. Von daher müsste man mal gucken, was man da so machen kann. So, wie gesagt, aber wir gehen erstmal wieder zurück und checken natürlich erstmal unter der Oberfläche. Gucken, ob wir hier irgendwie einen Kampf reißen können. Da bin ich natürlich auch gespannt. Hier brauchen wir auf jeden Fall auch unseren Flugsaurier. Sonst kommen wir gegen die Amphibien auf jeden Fall nicht an. Von daher bleibt uns ja nichts anderes übrig. Das Einzige, was wir machen könnten, wir könnten sagen, jo, wir nehmen den mit. So machen wir das auch. Nehmen wir den mit. Dann nehmen wir auf jeden Fall, Fleischfresser wäre schon sinnvoll. Auf jeden Fall ein Fleischfresser und dann würde ich sagen, nehmen wir noch einen Pflanzenfresser mit. Probieren wir mit den dreien einfach aus. Ich bin gespannt. Gucken, was wir hier so reißen können. Beginnen wir einfach mal und legen auch gleich mal los. So, was machen wir als erstes? Ich würde sagen, den ersten Schlag nehmen wir auf jeden Fall mit in die nächste Runde. Warten ab, was der Gegner macht. Gucken. So, der wechselt sein Dino erstmal, alles klar. Hat jetzt mal einen Schlag am Start, geht aber nicht ruf. Das ist erstmal gut für uns. Von daher würde ich sagen, werden wir unseren auch erstmal wechseln und nehmen zwei Schläge mit in die nächste Runde. Der Gegner blockt ihn, von daher passt es. Hat jetzt noch einen Schlag am Start, könnte natürlich ruf gehen, aber wäre auf jeden Fall nicht so sinnvoll für ihn. Von daher würde ich sagen, werden wir gleich nochmal zu dem hier wechseln. Und nehmen auf jeden Fall vier Schläge mit in die nächste Runde. Warten ab, was der Gegner macht. Er blockt auch nur einen Schlag. Von daher hat er jetzt drei am Start. Gut, okay. Ich würde sagen, er blockt maximal zwei Schläge. Mehr wird er nicht blocken. Eins, zwei. Alter, das ist bitter. Drei, vier. 5, 6 hauen wir ruf, 2 nehmen wir mit in die nächste Runde. Ein Block dann nur, von daher kommen wir auf jeden Fall durch, kloppen den auseinander und haben natürlich noch zwei Schläge im Petto. Ich denke mal, der Gegner denkt auf jeden Fall, dass wir die eventuell geblockt haben. Von daher müssen wir mal gucken, was er macht. Er greift mit 5er an, das ist natürlich absolut genial für uns, weil er kann jetzt maximal nur einen Schlag blocken. Und wir haben auf jeden Fall die besseren Karten mit unseren Dinos. Von daher würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Eins, zwei, drei, vier Schläge hauen wir ruf. Zwei nehmen wir mit in die nächste Runde. Hauen den jetzt natürlich auch gleich mal weg und haben dann auf jeden Fall absolut die Nase vorne. So, alles klar. Was machen wir? Ich würde sagen, wir werden erstmal zwei blocken und nehmen vier mit in die nächste Runde. So, mit 5 greift er an, macht uns natürlich platt, aber das Gute daran ist einfach mal, dass er noch 2 blocken kann. Wir haben 8 Schläge am Start und holen uns damit auf jeden Fall den ersten Sieg hier. So sieht's aus, geile Sache, fettes Ding. Den Kampf haben wir auf jeden Fall gewonnen, von daher haben wir auf jeden Fall auch alles richtig gemacht, würde ich sagen. Können wir uns gleich mal angucken, was hier als nächstes auf uns drauf zukommt. Da bin ich natürlich gespannt. Und, verdirbtet.
So, erstmal 110 DNS und dann würde ich sagen, checken wir gleich mal den nächsten Kampf. Hier haben wir natürlich auch wieder drei richtig harte Kracher. Von daher weiß ich nicht genau, wollen wir den Kampf machen oder wollen wir dann lieber bei der Saurierkonservierung weitermachen? Ich würde sagen, wir machen hier den nächsten Kampf und gucken, ob wir da was reißen können. Das wäre natürlich megamäßig geil, wenn da was geht. Wir bräuchten auf jeden Fall einen Flugsaurier, dann müssen wir den jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Dann würde ich sagen, nehmen wir einen Amphibien mit. Den hier und nehmen noch einen. Was nehmen wir noch mit? Entweder hier noch einen Fleischfresser. Eigentlich brauchen wir noch einen Amphibien. Nützt alles nichts, weil der Gegner hier ist einfach mal übelst krank. Von daher würde ich sagen, probieren wir mit den dreien erstmal aus und gucken, was so geht. Alter, wie derb ist denn der Carnotaurus da unten? Alter, der ist richtig krank. So, was machen wir dann? Ich würde sagen, wir nehmen gleich nochmal. Ne, wir wechseln erstmal unseren Dino. Nehmen erstmal den hier mit ins Boot. Und nehmen zwei Schläge mit in die nächste Runde. Warten natürlich ab, was der Gegner macht. Gut, der macht erstmal nichts. Das ist erstmal gut für uns. Deshalb würde ich sagen, blocken wir ihn und nehmen vier mit in die nächste Runde. Er blockt auch ihn. Hat jetzt natürlich vier Schläge am Start. Gucken, was er macht. Ich würde einfach mal schätzen, der wird zwei blocken. So, probieren wir es einfach aus. Oh, der blockt nicht einen Schlag. Das ist natürlich absolut genial für uns, weil die Wahl, so haben wir den Gegner auf jeden Fall erstmal platt gemacht und haben jetzt auf jeden Fall relativ gute Karten. Klar, der Gegner hat acht Schläge, wir nur zwei. Von daher gucken, was er macht. Erstmal greift er mit Fünfer an, hat jetzt praktisch noch drei Schläge am Start, die er mit Sicherheit auch blocken wird. So, dann machen wir das erstmal so. Wir wechseln erstmal unseren Dino. Dann blocken wir ihn und nehmen vier mit in die nächste Runde. Gut, sehr schön. Würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal unseren Dino wechseln und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal richtig rauf und probieren ihn natürlich zu killen. Eins, zwei, drei. 4, 5. So machen wir das einfach. Nehmen 2 mit in die nächste Runde. Er blockt wieder mal nicht einen Schlag. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir uns auf jeden Fall Jutschläge sparen können. Aber wir wollten auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Von daher passt es auf jeden Fall. Gucken, was der Gegner jetzt macht. Wie viele Schläge hat er? 7 hat er in aller Zahl. Mit 4 greift er an. Hat jetzt praktisch noch 3er am Start, mit die er uns natürlich ganz schön auf die Mütze hauen könnte, wenn er wollte. Aber ich glaube, das wird nicht mehr. Von daher können wir mit allen 6 rufen und holen uns damit auf jeden Fall den nächsten Sieg. Von daher passt es. Von daher sieht es wieder mal super für uns aus. Gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an, was war uns hier oder was uns hier im letzten Kampf erwartet. Da bin ich natürlich auch gespannt. Gucken wir gleich nochmal gemeinsam rein. Und dann werden wir natürlich weiter Bescheid wissen. Ja, machen wir gleich. So, wen haben wir hier noch? Hier haben wir einen Fleischfresser, dann haben wir einen Pflanzenfresser und noch einen Fleischfresser. Da hätten wir auf jeden Fall auch relativ gute Karten, wenn unser Amphibien-Dino wieder mal mit am Start wäre. Könnten wir auf jeden Fall hier aufs Ganze gehen und das einfach mal abchecken. Aber wie gesagt, erstmal gehen wir zurück. Dann gibt es hier natürlich die Saurier-Konservierung. Kein K.O. innerhalb des Teams. Hier seht ihr natürlich die Gegner. Haben wir uns gerade schon angeguckt. Von daher seht ihr auf jeden Fall, ist ein gut harter Brocken. Also sind auf jeden Fall gut derbe Dinos. Und hier seht ihr natürlich das Turnier, das Gorgosaurus-Turnier. Hier können wir natürlich den Gorgosaurus bzw. Gorgosaurus-Paket gewinnen. Wäre auf jeden Fall richtig nobel, was ich von euch gerne wissen wollen würde. Ihr kennt ja dieses Glücksrad, wenn er hier so einen Kampf im Turnier gewinnt. Wie ist denn das? Habt ihr da schon mal so ein Paket gewonnen? Also wie gesagt, das Special-Paket hier. Würde mich mal interessieren, ob da schon mal einer abgeräumt hat. Wenn ja, schreibt das einfach mal in die Kommentare. So, bei Kampfstufe Nummer 39 sind wir gerade, können hier
hier den Giganotosaurus freischalten. Wäre auf jeden Fall ohne Option. Hier seht ihr natürlich drei Dinos, die wir auf jeden Fall relativ nice platt machen können. Von daher würde ich sagen, das gucken wir uns im nächsten Let's Play einfach mal an. Und dann sehen wir weiter. So, hier haben wir auch noch ein paar Dinos. Die würde ich sagen, werden wir auch erstmal ausbrüten. Gucken wir erstmal, was wir da für welche haben. So, platzieren die auf alle Fälle hier erstmal. So, davon, das passt natürlich. Wo ist der Monolofo? Könnte man auf jeden Fall mal weiter pimpen, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, was wir noch so haben. Brüten hier den nächsten aus. Und zwar unseren Euplocephalus. Okay, den haben wir eben mal auf 20, eben mal auf 30 und jetzt nochmal auf Level Nummer 1. Könnt ihr natürlich bis auf 10 pimpen. Würde ich sagen, checken wir erstmal nochmal unsere gratis Wundertüte. Holen hier uns den Majungasaurus, ist natürlich auch nicht so der Bringer. Aber was wir haben, haben wir, was wir kriegen, wissen wir nicht. Von daher würde ich sagen, brüten wir den auch gleich mal aus, knallen hier auch gleich noch ein paar andere rein. Ihr seht schon, wir haben hier den Tapejara noch am Starten, sehr seltenen. Dann haben wir hier noch ein paar Flugsaurier, ein paar extrem seltene und den Rajasaurus, den Caprosuchus. Also wie gesagt, wir haben hier schon eine ganze Menge an Dinos noch am Start, die wir ausbrüten können. Von daher würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los. So, nehmen wir auch gleich mal die. Nehmen wir den hier gleich mal. Zack, 10 Dino-Dollar. Dann werden wir gleich nochmal 25 Dino-Dollar investieren. Pimpen den und dann würde ich sagen, werden wir hier auch gleich nochmal ein paar investieren, 50 Stück an der Zahl und haben dann auf jeden Fall 4 Dinos da mit am Start. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen legendären am Start, da würde ich sagen, drehen wir hier einfach mal eine Knöppe. Ah, sollte wieder mal nicht sein, von daher bittere Aktion. Ich würde sagen, probieren wir gleich nochmal 70 Dino-Dollar. 70 DNS müssen wir investieren, sorry, keine Dino-Dollar. So, dann haben wir eigentlich alle gemacht, was wir machen konnten. Von daher würde ich sagen, sind wir für heute auch erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.